ich denke, Partisan. Sie singen ein patriotisches Lied, wohl um sich Mut zu machen. Diese Syrer sind auf der Flucht vor Krieg und Gewalt in einem Flaschenhals stecken geblieben. An der serbisch-kroatischen Grenze müssen sie die Nacht in unbeheizten Zelten verbringen. Seit Ungarn die Grenze auch zu Kroatien abgeriegelt hat, ist die Balkanroute noch gefährlicher geworden. Wir warten hier seit 2 Tagen, hier an der Grenze. Wir haben ein Zelt aufgebaut und darin geschlafen, aber es ist so kalt. Nach der Hitze im Sommer sind es nun der Regen und die Kälte, die den Flüchtlingen zu schaffen machen. Viele sind überhaupt nicht ausgestattet für dieses Wetter und kämpfen sich mit Turnschuhen durch den knöcheltiefen Schlamm, bevor sie endlich nach Kroatien können. Doch langsam bessert sich die Situation, sagen Helfer. Die Lage wird besser, weil wir die Flüchtlinge jetzt durchlassen können. Das System greift wieder. Ich hoffe, es bleibt so, damit die Menschen die Grenze überqueren können, ohne hier übernachten zu müssen. Im Regen, in der Kälte, auf dem nassen Boden. An der Grenze zu Slowenien erwartet die Flüchtlinge dann der nächste Engpass. Die Regierung in Ljubljana setzt jetzt die Armee ein. Das nur 2 Millionen Einwohner zählende Land ist mit dem Anstrom der Menschen überfordert und ruft die anderen EU-Länder zur Hilfe und zur Solidarität auf.